Hallo, mein Name ist Fabian Walz. Ich bin Monteur bei der Firma Lemmermann und ich zeige Ihnen heute, wie Sie die Griffsprossenverriegelung für die Paneltür sowie bestimmte Drehtürvarianten mit Einbaurahmen funktionsfähig machen. Dafür benötigen Sie folgende Werkzeuge: einen Akkuschrauber, einen 4,0 mm Bohrer und einen Senker und einen Bleistift. Wenn Sie eine Tür mit Griffsprossenverriegelung bestellt haben, müssen Sie nach der Montage ein 4,0 mm Loch genau mittig in den Einbaurahmen bohren. Machen Sie hierfür im eingebauten Zustand eine Markierung an der Stelle, wo der Stift einfahren soll. Markieren Sie sich die Stelle und nehmen Sie die Bohrung mit dem 4,0 mm Bohrer vor. Senken Sie gegebenenfalls leicht nach. Prüfen Sie, ob die Verriegelung ordentlich einfährt. Ihre Griffsprossenverriegelung sollte jetzt nun einwandfrei funktionieren.